Gänsehaut. So, bevor das Video jetzt losgeht, ja, ihr wisst, das neue Trikot ist da bei 11 Team Sports. Gerne mal vorbeischauen. Ja, dann nicht mit City drauf, vielleicht mit Panewitz. Aber City ist auch okay. Ich kann sowas gar nicht, weißt du. Hi Leute, willkommen zum neuen D-Lay-Vlog. Lasst ein Abo da, Like, bitte einen Kommentar, aktiviert die Glocke, rede. Und viel Spaß beim Video. Ja, hör auf mich zu filmen. Ja. Du siehst so gut heute aus. Ja, du siehst doch besser aus. Oh. Oder damit ich die Haare schneide. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin heute Morgen um 6 angekommen, 9 Uhr aufgestanden, Kind hat Geburtstag, dann war ich im Kino geschlafen. Haare schneiden? Ja, genau. Jeden Morgen Haare schneiden bei mir. Wenn du bezahlst, komm ich hier. Bitte einmal mit Dennis Haare schneiden. Ich hab, hör zu. Wenn du bezahlst, komm ich. Oh, hey, hey. Ja, ich schwöre. Okay, komm mal, ich bin so ein Fuchs. Ja? Jetzt krieg ich umsonst einen Friseur. Einmal Haare schneiden umsonst. Ich hol ihn ab und wir lassen seine Haare schneiden. Kannst gerne kommen, filmen, wenn du möchtest. Yo, Leute. Mann, wir drehen hier gerade ein Video, Junge. Alter. Machen wir gleich. Jo Leute, auch wir, D-Lay, sind jetzt offizieller Partner von ESN und mit dem Code ELI kriegt ihr maximal einen Rabatt, also gönnt euch und guten Appetit, guten Durst. Hütchen, ich brauche schon alles. Ich bereite für euch schon das Training vor, bevor das Training überhaupt losgeht. Okay. Häng mal hin, Vater. Erinnert dich noch ein bisschen an Jena, so Zeiten, diese Profi-Zeiten, du kommst auf Platz, schon alles aufgebaut, ne? Ja, würde mir auch gefallen. Ernst, danke dir. Seht ihr? Gefällt dir. Winnie, du hast so gute Laune. Ja, natürlich. Wir haben gewonnen am Wochenende. Ich habe sehr gute Laune. Lara, wenn ich den sehe, habe ich noch mehr gute Laune. Fratello. Richtig. Hey, Winne. Dann. Du lebst auch noch. Alter, ja. Hey. Alter. Zeit lässt es mal wieder zu. Hi, Lara. Na, Alter. Ja, bei dir? Immer, muss so. Sehr schön. Capitano. Oh nee, Freddy, die Diva. Hanni. Hallo. Kennst du Django mal bei Ketten? Wir haben noch. Oh, nee. Niki, Dicker, ja. Niki, Mann. Mann. Miau. Kennst du mich als eine Chemie, Dicker? Oder wie nennt man das? Wir sind ein Aggregatzustand. Oh, das ist ein Nackig. Aber welcher? Da bin ich raus. Oh. Ist drauf. Schicki für Airdrop. Hab ich? Schicki für Airdrop. Hab ich? Sag mal, hast du? Hast du? Hast du? Nochmal. Warte. Oh! Falli! Oh, Falli! Hey! So schön, dass ihr da seid. Sonntag 7-1 gewonnen, war jetzt über weite Strecken gut. Ja, kann man natürlich hier und da immer noch ein bisschen das eine oder andere besser machen, aber war vom Spielerischen und als Reaktion auf die Niederlage war das jetzt ein gutes Ergebnis gewesen und ich fand den Gegner gar nicht so schlecht. Also der war, fand ich, viel besser als Tiljaspor. Aber es gibt halt manchmal so eine Tage, die... So, am Sonntag spielen wir bei Rudo. Rudo hat einen Platz, der ist, ich glaube, sogar noch ein bisschen größer als unser Platz hier. Die sind auf jeden Fall auch wieder hoch motiviert. Die sind nicht schlecht drauf, sind, glaube ich, jetzt, was sind sie, Vierte? Vierte, glaube ich, sind die. Da wissen wir, dass die erste von denen spielt am Freitag. Die sind Tabellenführer in der Landesliga. Da könnt ihr euch darauf einstellen, dass bestimmt auch Ersatzspieler, die jetzt nicht unbedingt im Kader waren oder nicht unbedingt die Stammspieler von der ersten, da können sie ja nur 3 einsetzen, dass aber auf jeden Fall Spieler runterkommen werden. Was haben wir aber letzte Woche gemacht? Wir haben auch 4 Leute in die zweite abgegeben. Also das ist ganz normal. Wir machen das so, die anderen machen das so. Aber nur, dass wir jetzt, nur weil wir 7-1 gewonnen haben, nicht alles wieder super ist, sondern ihr müsst halt weiter an euch arbeiten und ihr müsst halt weiter die Konzentration hochhalten, weil ansonsten wird das am Sonntag ein sehr, sehr schweres Spiel. Deswegen wollen wir diese Woche ordentlich trainieren. Ich bin gespannt, Karin. Ich hab gehört, dass wir auch fürs letzte Drittel mal ein paar Sachen machen. Wir machen heute Torschuss, das zum Beispiel. Ja, oh. Bundesliga, beste Leben. Ich habe gerade noch im Auto mit Dennis rüber geredet. Wann haben wir das letzte Mal Torschuss gehabt? Ihr müsst so mit mir sprechen. Ihr müsst so mit mir reden. Perfekt. Was machen wir heute? Wir machen warm, also aufwärmen. Dann gehen wir in unsere Eckform wieder rein. Wir werden das einmal die Woche safe machen. Ich halte sehr, sehr viel davon. Ich finde das besser als trockenes Passspiel. Torschussform, Turnierform. Ja, aber alles in Dreierteams, auch die Torschussform. Wir machen das so ein bisschen Wettbewerb, okay? Wir haben dann 3er-Teams, ich habe das alles eingeteilt. Wird spaßig. Deswegen macht euch warm und dann geht's los. Los, Freddy, schieß! Ins Tor! Latte, schieß auf die Latte. Oder den Pfosten, eins von beiden. Ah! Knapp daneben ist auch vorbei, wa? Scheiße.
Nee, Panne, jetzt mal ernsthaft. Was der Kamera ist das super gemacht. Panne, hier, kannst du irgendwas am Ball? Ein bisschen nach links verschoben. Kannst du so? Ja, man hätte es nicht besser machen können durch die Kamera. Guck mal, weißt du, was ich kann? Ich kann so ein paar spielen. Und mehr muss ich nicht zeigen und beweisen. Punktwertig aus. Kannst du so ein... Wer ist denn eigentlich besser gewesen? Du in deiner Prime oder Sydney? Nee, in seiner Prime oder Panne in seiner... Boah, schwer vergleichbar. Er sagt dir ehrlich, und das ist nicht überheblich, schwer für Sydney. Schwer. Boah, wie überheblich. Also auch vom Gewicht schwer mitzuhalten bei mir. Aber nein, ich glaube, das ist fast, das kannst du nicht vergleichen. Also nicht vergleichen, ist schon eine Augenhöhe, denke ich mal so. City war schon sehr gut, das ist, was ich gesehen habe. Ja, deswegen, ich war auch kein schlechter. Deswegen kannst du keinen Pair vorheben. So, was machen wir heute? Wir machen uns gerade warm im Hintergrund. Dann machen wir eine Eckform. Eckpassform nenne ich sie einfach mal. Dann machen wir eine Torschussform in fünf Dreierteams, so eine Art Wettbewerb. Da kann man Punkte sammeln und dann gehen wir in diesen Dreierteams in eine Turnierform rein. Und dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und der Verlierer wird sich nicht freuen. Was macht der? Ja, lass dich überraschen. Sag. Ich weiß es selber noch nicht, ich muss mich selber überlegen. Zuschauer. Weiß ich noch nicht. Ach, für die Zuschauer? Okay. Ich lass mir was überlege mir was für die Zuschauer. Toll, okay. Also ich spiele eine Eckform, ist einfach ein Eck. Du siehst ja hier das Eck, da sind zwei Leute drin und acht Leute sind in diesem kleinen Viereck drin. Ja, wird gesplittet in Zweierteams und jedes Zweierteam ist für ein Eck verantwortlich. Darf erst rein, wenn der Ball gespielt ist. Wir machen es erstmal einfach. Ein Pass zum Mann würde reichen. Und dann könnt ihr schon wieder wechseln, okay? Damit es flüssig ist und Pink laufen muss. Verstanden? Nichts Neues. Super. Hast du Bock aufs Training heute? Ja. Mit deinen Torschüssen, die heute mit drin sind? Ja, Mann. Scheiß auf die anderen Sachen, aber sag's Panne nicht. Scheiß auf die anderen Sachen, lass nur Torschüsse machen. Ja, wenn er holt nur anderen. Und ich will, hey, ich will euch hören. Rede miteinander. Hey! Guter Ball. Ah, Basti! Schwarz und raus, ja. Und wieder rein, Ahmed, ja. Ja. Hast du? Oh. Gut so. Okay, stopp. Wie läuft's hier? Sehr gut. Gute Intensität drin. Die Jungs haben Spaß. Ich glaube, hat ein bisschen gedauert, bis sie die Übung richtig verstanden haben. Ja, bis sie es ordentlich eingehalten haben, sagen wir mal so. Verstanden tun sie es ja, verstehen oder verstehen tun sie es. Aber Einheiten, wenn der erste Kontakt. Nee, aber gute Intensität gerade drin. Sieht gut aus. Ich finde die Übung viel besser als zu drücken. Ist einfach dieses. Ja, eine Lösung finden muss. Und mit sauberen Innenseiten. Ich finde das viel, viel besser. Ich weiß gar nicht, wer mich darauf hingewiesen hat. Ich? Ah nee, du nicht. Also wir können gerne das, ich kann das Statement, was du hier drauf hast, können wir gerne einspielen. Andrina war das, glaube ich, von meiner, von meinem Trainerschein, meine Ausbilderin. Liebe Grüße an? Andrina! Gut, so blau! Ja, lass sie laufen, weil blau fair ist! Ja, jetzt blau, jetzt! Jetzt habt ihr sie, jetzt habt ihr, kann nur dahin. Hier ist der Nächste. Ich sag ja, deswegen seid fair zu euch selber, ich achte auch mehr drauf. Aber ihr macht das schon gut, wirklich. Wenn ihr es drin habt, läuft es gar nicht so schlecht. Wir gehen jetzt direkt in den Torschuss. Also wollt ihr, oder ihr könnt euch ja gerne noch ein Bein nehmen, ein, zwei lange Bälle spielen, wenn ihr ein bisschen nochmal durchschwingen wollt, passt. Okay, dann lasst mich kurz aufbauen. Dauert zwei, drei Minuten, nehmt euch trotzdem mal schnell den Ball. Flippo schon entgegen, ja, reinspielen, runterspielen, das ist der Ablauf. Und drei, kreuzen. Verstanden? Oh. Ist die Qualität scheiße? Seid ihr raus, gibt's keinen Punkt für. Punkte gibt's nur für Tore. Passqualität scheiße? Schrei ich rein, könnt ihr abbrechen. Es ist eine ganz einfache Übung, ihr müsst nur ein gewisses Timing haben. Wenn du den Pass spielst, will ich nicht, dass du schon hier stehst. Warum? Ja, weil er dann scheiße spielen kann, das ist Quatsch. Verzögert hier eine Sekunde, spiel runter. Spiel runter, spiel an. Verzögert, bleibt hier stehen. Jetzt kann Julius gehen und es ist ein Doppelpass. Fertig. Achtet auf euer Timing. Ist nicht so schwer. Und wenn es geht, kommt durch die Mitte und stört die nicht. Ja, den kannst du schicken, Luca. Ja, guter Ball, ja. Der Nächste, komm. Komm in die, Ahmed, komm. Verzöger. Ja. Geht tief. Kriegst du mal? Dennis, komm entgegen. Ja.
Fuck! 59 Schuss bei FIFA. Marie, mach trotzdem! Nein, 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 das gibt sowas nicht. Das ist Quatsch. Ein Stern Weakfoot. Seht zu, dass sie schnell zum Abschluss kommt. Ich will nicht viele Pässe sehen. Aber macht es, natürlich. Der Torwart ist euer Anspieler, Überzahlspieler. Und los! Was spielen die jetzt? 3 gegen 3? 3 gegen 3. 2 Minuten, ganz enges Feld, ja. Intensiv, ganz viele Tore. Ganz schau lieber nicht auf die. Ja. Von hinten, schneller, schneller! Das ist gerade die Musik. Damit die Bälle ein. Schieß sie gerne in die Tore, wenn es gebraucht oder wenn es geht. Abschluss! Ja, ja, Wiese, ja, Wiese! Ja, ist drinne, ist drinne! Tor, von hinten! Der Ball war drinne! Ja, endlich, genau! Wiese hoch, Wiese hoch! Komm, komm, spiel dann! Mach mal was! Wie lange brauchst du dafür, Jonas? Von hinten, schneller, Wiese! Schneller, schneller! Schieß ab! Start! Okay, ihr könnt! Okay, ruf! Ja, Lukas, genau! Nächste! Hey, Italiano, weiter geht's! Runter! Gut gespielt! Stark, Lukas! Schuss! Hier, komm! Schieß! Komm, rechts! Stark, Freddy! Freddy, gut! Ja, ja! Stopp! Endstand! Marvin, Gänsehaut. Ja, ja! Nein! Mann! Hey, Dennis, Jonas, du musst das Spiel bewegen. Ja, noch blau danach! Komm! Ich schieß lassen! Ja, bin ich! Oh! Schneller, schneller, ja! Ah! Zum Tor, zum Tor! Stark! Ja, wie sind? Abschluss! Ja! Ja, 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 nochmal, nochmal! Ein Gegner! Hey, Jungs, das war auch noch! Ja! 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 Dabei! Warte, warte, warte! Du kannst sie bremsen, das ist gut. Sorry, der Knöchel. Deswegen noch alle mit Knöchelschutz spielen. Ja, und schießt! Und da, da! Ja, das ist es! Stark! Lukas! Gut gespielt! Ja! Weiter, weiter, der nächste! Gut, Orange! Mach ihn! Gut, schade! Abstamm! Und schießt! Hey Jungs! Danach! Pinkel! Niki, denke auf einmal, er ist Maradona gewonnen. Ja! Jonas! Niki! Jonas! Niki! Auch mal besser passt! Jonas! Spielst du mit oder was? Komm, Jonas! Ja, Jus! Ja, Jus! Genau! Bravo, wie sie stark! Hintermann, Hintermann, Hintermann! Gut. Stark, Freddy! Gut, Freddy! Komm, rechts nach innen und schießen. Innen und schießen, sagt ab. Ja! Ja! Komm, mal in den Ball, Jonas, der Nächste! Hör auf zu jubeln! Ja, genau, Jonas! Der Nächste! Oh, Wechsel! Ich mach Traumtor. Leg Ball quer, mein Mitspieler ist nicht da, weißt du? Traumtor? Hast du verloren gerade die Runde? Ich habe jedes Spiel verloren. Jedes Spiel hast du verloren? Ja. Wollt ihr kein Siegerfoto? Nee. Ruhig, ruhig! Ja, Niki! 1-1! Dabei, Wiesel! Zakai, Jonas, Zakai, du bist auf Kamera! Dennis! Ja, komm, komm, komm! Ja, genau, vor, vor, vor! Vor. Hey. Gut, Ball! Was, die Kamera? Übernehmen! Oh. Ja, komm, Paul. Paul, du musst. Ja, genau. Oh, Paul, komm nochmal. Komm mal. Probier. Yes, Paul, Junge. Check das. Komm, komm, geht. Auf rein. Schieß. Ja. Komm, komm, komm. Spiel, Paul, an.
Ein Doppel. Oh, nee. Yes! Geiler Typ! Gib Paul den Ball! Was hat das hier? Bleib doch mal einfach! 3-2, Pink, ne? Verloren! Pink, ja, wir haben verloren! Bruder, ich höre! Komm denn die Mitte, steht auf! Ich Pink hab nur gewonnen wegen Basti. Wegen wem? Wegen Basti. Maschine, sag ich. Ja, sind die Völler? Sag mal. Ja, doch. Ja, ungefähr. Richtung. So ungefähr Betonung ein bisschen. Ungefähr so ein bisschen. Bei ihm sieht es besser aus. Naja, weil er schwarz ist, sieht es besser aus. War natürlich, ja, ist ja wieder klar. Ist ja wieder klar. Wir distanzieren uns davon. Wir werden Kanaken hier so diskriminiert in dem Verein. Gut so, gut so. Hä? Philo, komm mal her. Luca, komm mal her. Redet. Sei steht mal hinter mir. Komm, komm mal her. Dennis, wer hat das Turnier gewonnen? Pink! Pink hat gewonnen? Ihr habt gewonnen? Ja, war überrascht. Wer noch bei euch? Wir haben die geschlagen, direkter Vergleich. Wie überraschend, hä? Also sag ehrlich, ich schwöre, überraschend. Bin ich ehrlich? Überraschend. Männer, gute Einheit. Pink hat gewonnen. Mann, eine Siegerfoto, oder? Wie bitte? Der Rest scheiße. Wer hat verloren? Dennis? Alle. Wer hat verloren? Alle anderen. Warte kurz. Jungs, ey, Niki, bleib hier! Wir sind noch nicht fertig. Linienläufe. Gabe hat verloren, okay. Hör zu. Eck war gut, Pass, Torschussübung war zum Schluss gut. Die Intensität war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Gute Einheit. Gabe hat verloren, macht noch Läufe. Hast du aber nicht gesagt, was? Na und? War nur Spaß, ich meine, du guck, wie er reagiert, wie kleine P***s wieder. Gut so, räumt einmal alles ab. Gute Einheit, Männer. Schönen Abend. Gabe, abräumen, ey. Ist das nicht von Berlin Tag und Nacht? Weißt du, ist das nicht Dings, der Polizist? Ist das nicht der erste Polizist, Dings, Berlin? Da sitzt oder so, wie Dings da machen. Nein, chillt einfach auf. Wer einfach besser aufsteht? Aber ey, er kam, ey, zur Info, er kam mit Sixpack auf die Welt. Erstens, ey, er kam mit Sixpack auf die Welt. Eightpack, immer noch. Okay, setzt euch hin jetzt. Ja, was kommt dann? Hinsetzen? Ja, du musst ja deinen machen. Ja, ich mach einen anderen. Ich muss ja deinen machen. Ich muss eins. Ja, okay. Mach du. Ja, das ist doch unfair. Und ich roll mich zur Seite, damit ich hochkomme, weißt du? Hier, so. Danke fürs Zuschauen, liken, abonnieren und ciao. So gut? Okay. Bruder, bitte. Jetzt sind wir mal, warum es so gelegen hat bei euch. Einer so, aber kann ich verstehen. Wenn ich irgendwo einen Kommentar finde, 500 Likes, Panne soll zum Friseur, ich gehe mit ihm. Schöne Fasson, ich zahle auch. Panne muss immer frisch sein. Guck mal, ich kann euch jetzt eins sagen. Nicht im Kader. Man muss ja irgendwie reinkommen wieder. Ja, wieder scheiße, hä? Starkes Training gewesen. Hat's dir gefallen? Ganz, ganz starkes Training. Ach, waren die gut drauf, die Jungs heute, oder nicht so? Ich fand zum Anfang nicht, das Abschlussspiel war ganz okay gewesen. Vorher war... geht besser. War gut. Dienstagtraining, Sonntagsspiel. Freitag nochmal Training. Aber Sonntagsspiel. Ja. Gegen wen spielen wir? TSV Rudo. Was erwartet uns da so? Oh, ich glaube, das wird echt. Ich glaube, das wird noch. Vielleicht wird das sogar der beste Gegner in dieser Saison. Könnte ich mir vorstellen. Aldersimspor? Ja, die waren ja nicht gut, wir waren da schlecht. Also Aldersimspor war ja jetzt. Die haben ja fußballerisch nichts gemacht, außer Kruse. Aber ich glaube, Rudo, die sind ganz gut. Aber 3 Punkte holen wir trotzdem. Ja, immer. Also, ich sag's immer, auch wenn wir jetzt einmal nicht 3 Punkte geholt haben. Aber ich bin immer davon überzeugt, dass wir immer 3 Punkte holen. Gerichtsupdate? Gibt's keins. Tschüss, Panne! Alter! Okay, tschüss.